Hi, ich bin Ida. Schön, dass ihr wieder da seid. Für meine Schüler bin ich die Deutschexpertin. Aber auch meine Freunde haben manchmal ein paar Fragen. Zum Beispiel, wie man englische Verben in einem deutschen Satz richtig verwendet. Neugierig? Dann bleibt dran! Hey du, ich bin gerade aus der Arbeit raus. Ich melde mich dann, wenn ich daheim bin. Ciao! Wie schreibt man eigentlich geliked? Weißt du das? Geliked oder geliked? Egal wie man sie schreibt, englische Verben hört man sehr oft im Alltag. Vor allem, wenn es um Internet oder soziale Medien geht. Wenn ihr etwas im Internet sucht, dann sagt ihr googeln. Achtung! Auf Deutsch wird Google zu Google plus N ist gleich googeln. Ihr seid online und unterhaltet euch schriftlich? Das nennt man Chatten. Ich chatte, du chattest, er oder sie chattet. Ich konjugiere Chatten einfach wie ein deutsches Verb. Musik oder Filme kann ich natürlich herunterladen, aber auch downloaden. Und wenn mir etwas gefällt, dann werde ich es wahrscheinlich liken. So einfach macht man aus einem englischen Verb ein deutsches Verb. Einfach ein EN anhängen. Und wie geht's weiter? Wie bilde ich das Perfekt von einem englischen Verb? Eigentlich wie immer, mit GE am Anfang und T am Ende. Ich habe gegoogelt, gechattet, gedownloadet und gelickt. Oh. Das klingt komisch. Probieren wir es mal anders, mit dem E von like, wie auf Englisch, to like. Dann kann man es auch besser aussprechen, geliked. Genial, oder? Liked ihr das? Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und so geht's weiter. Mittagspause. Die mache ich jetzt so richtig traditionell bayerisch. Tom hat mich eingeladen. Und diese berühmte Weißwurst möchte ich auch endlich mal probieren. Hier abonnieren und keine neue Folge verpassen. Habt ihr Fragen zum Deutschlernen? Dann schreibt sie mir doch in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Ida.